Willkommen zu einer kleinen Episode von Pluggod, einem kostenlosen Spiel von Steam, das ich jetzt hier in diesem Projekt einfach mal vorstellen möchte. Nun denn, ich dachte mir nun mal, nach Ori and the Blind Forest suche ich mir mal etwas aus, das recht ähnlich aussieht, aber doch ganz andere Spielmechaniken bedient. Nun denn, wie man sehen kann, ist da gerade eine kleine unsichtbare Sphäre von unserem Freund erschienen. Ist das die Seele? So wie ich das verstanden habe, nein. Unser Freund ist krank und muss geheilt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ist ja auch egal. Denn jetzt ist es hier soweit und tada. Wunderschöne handgezeichnete Landschaft, nicht wahr? Dieses Spiel ist übrigens so eine Art Parcours-Spiel. Es geht nicht darum, Gegner zu besiegen, sondern hier einfach mal von A nach B zu gelangen. Und zu sehen, wie schnell man ist. Und ja, ich habe mir die Freiheiten genommen, es so zusammenzuschneiden, dass es aussieht, als wenn ich es alles beim ersten Mal schaffe. Zumindest gibt es kaum etwas Langweiligeres, als zu sehen, wie jemand 20 Mal denselben Sprung vergeigt. Zumindest würde ich es so sagen. Jawohl. Wie man hier sehen kann, sind die Passagen in Anführungszeichen noch recht kurz. Und das passiert übrigens, wenn man stirbt. Der Bildschirm wird schwarz und es folgt diese Überleitung. Boing, boing und zack. Da hat man schon kurz gesehen, was es hier gibt. Aha. Zack. Aha. Gut, jetzt ist dies der Bildschirm, der anzeigt, jawohl, jetzt haben wir eine zweite Fähigkeit gekriegt. Aha. Der Weitesprung. Oder wie man es auch sonst nennt. Zack und hoch. Geht unser kleiner namenloser Freund, beziehungsweise, ich glaube, das ist Pluggod. Oder auch nicht, ist ja schließlich auch nicht so wichtig. Was zählt, ist schließlich der Spielspaß und dass ich zeige, wie man die ganze Parcours-Action angeht. Zack, seht ihr? Und weiter. Jawohl, es ist noch etwas Zeit und wie man sehen kann, das ist soweit das Programm. Von A nach B springen und jawohl. Dafür, dass es kostenlos ist, finde ich, ist zumindest grafisch einiges dabei. Musik ist leise, sehr leise, kaum hörbar. Und man kann es im Controller spielen. Da mein Controller aber nicht immer das macht, was er soll. Naja, lassen wir das. Versuche ich es trotzdem soweit gut hinzuwursteln. Und was das hier darstellen soll, weiß ich leider nicht. Aha, was ist denn dies? Ein Augenbaum. Ich habe ein Auge auf dich. Und das hier eine wunderbar nervige Passage. Trial and Error. Das ist das, was ich an Spielen nicht mag. Und jetzt ab in die Endkarte.